Ist aber auch gemein, dass der ein Tablett benutzt, um sich zu verstecken. Der arme Page hier. So, auch der ist weg. Gut, aber ich glaube, das war falsch rum, weil hier aus diesem Raum habe ich keinen Ausgang, oder? Hi. Noch mehr? Wer kommt jetzt? Oh, hi. Gut, wir haben aber hier keinen Ausgang. Das bedeutet, wir sind hier gerade falsch gelaufen. Verdammt. Also zurück. Dann da lang. Mhm. Jeder Raum hat gerade hier Kämpfe. Komm ich schon hinter dich? Nicht wirklich. Ich kann ihn nicht ansaugen, einsaugen oder sonst was. Es ist halt ein sehr, sehr kleiner Raum hier. Für so ein großes Viech ziemlich schlecht. So, wo ist er? Okay, aber das ging. Da stand er jetzt gut. Oh, einmal fehlt. Und eingesaugt. Sehr schön. Gut, na dann weiter. Einmal hier nach. Ach. Natürlich. Jeder Raum hat Kämpfe. Oh, hi. Die Bühnenshow der Bühnenshows, oder wie? Okay, also sieht ganz gut aus. Okay, den haben wir schon. Wo ist der eine? Der ist mir noch entkommen. Der Fiesere, der einen immer erschreckt, glaube ich. Irgendwo muss er ja sein. Mal gucken. Okay, da ist er. Und weg ist er. Genau so dachte ich mir das. Gut, auch den Raum haben wir, überraschenderweise. Ah, jetzt die Frage, hier lang oder doch den anderen lang? Mal gucken. Wir kommen ja von rechts. Das ist gemein. Aus dem Bild. Wobei, es ist eine nette Idee, wenn man mal ehrlich ist. Wirklich eine nette Idee. Ich erwischt. Schade. Mist. Na, wo bist du? Wo ist er? Muss er irgendwo sein. Okay, da war er. Fast. Noch einmal. Wenn ich den Nebel richtig interpretiere, ist er hier irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Okay, da war er. Und weg ist er.
die sind gemein, weil die sieht man nicht so gut und die verschwinden ja auch so extrem oft, ne? Also deswegen, die sind so ein bisschen fies. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind angekommen. Na komm, so schlimm sind die nicht. Luigi, du hast schon Schlimmeres erlebt. Okay, du bist Teil der Bühnenshow. Das könnte vielleicht ein Problem werden. Du hast das Skript nicht gelesen. Oh nein. Gut, also los geht's. Kriegen das hin. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging, aber es ging irgendwie. Jetzt muss man vielleicht einsaugen. Und nun? War Glück. Okay. Die erste Schwester ist Geschichte. Jetzt fehlen noch die anderen beiden. Wo sind sie? Da. Okay, jetzt sind sie wütend. Und einen Fake-Hut haben sie auch noch ausgegraben mit Bombe. Na toll. Mist, das war also der Falsche. Aua. Okay, das war Glück, dass ich die richtige erwischt habe. So, Nummer 2. Nummer 3 fehlt. Uiuiui. Also gut, Nummer 3. Komm. Auch dich kriege ich noch. Mal gucken, vielleicht kann ich es ja irgendwie verfolgen. In der Hoffnung dessen, dass ich nicht durcheinander komme, wer sie ist. Sie müsste auf der rechten Seite gerade sein. Der Hut, der jetzt die Karte geworfen hat. Das ist gemein. Ich hoffe. Nein. Verdammt. Schade. Es war ein Versuch. Ich war mir nicht sicher. Ich war mir wirklich gar nicht sicher. Das kann er nicht sein. Das ist er? Okay, das war jetzt überraschend. War wirklich überraschend, aber egal. Wir haben sie. Zwei Herzen und einen Knopf. Mal gucken, ob ich die Herzen irgendwie einsammeln kann. Okay, und jetzt den Knopf. Und zwar ist es der für...
Etage 12. So, jetzt ist bloß die Frage, ob das hier wieder alles normal ist. Denn schließlich... Ja doch, sieht normal aus. Mensch, wir kommen wieder zurück. Ist das nicht toll? Was? Das hinkt davon nicht. Das ist mal neu. Ich nehme es einfach mal so hin und gehe. Ist halt ein Spukschloss, Haus, Hotel, na ihr wisst schon. Also kurzum, da können schon mal Dinge passieren, die überraschend sind. Wie der Ventilator auf dem Boden, ziemlich gefährlich an der Stelle, aber hey, alles gut. Also, meine persönliche Meinung ist, ich weiß nicht, warum sie da drin haben, mitten in der Mitte das Ding mit der Katzenjagd, dann eben die Steuerung da unten eben bei der Wasseraufbereitung und dann noch die Pyramide, weil die reißen einen irgendwie raus, weil jetzt ist das Spiel wieder genauso wie vorher. Das wirkt fast so, als ob diese drei Teile noch nachträglich reingepackt sind, weil sie sind genau in der Mitte des Spiels angesetzt, so wie... die Leute gehen zu schnell durchs Spiel, wir müssen sie bremsen, wir machen einmal ein Backtracking, das ist das Ding mit der Katze, dann machen wir praktisch etwas, was steuerungsmäßig ein bisschen frustriert, damit die Leute irgendwie eine Pause machen und ein bisschen raus sind aus der Sache und dann die Pyramide so als langsamen Einstieg wieder rein, also kurzum, ich weiß nicht, warum sie diese drei Level da drin haben, das musste ich jetzt mal kurz sagen, weil das hier ist wieder wie vorher, die Level davor und ich glaube, es geht auch dann weiter wie bisher, ne? Also nur mal so. So, und rein. Tada! Level 12 müssten wir hin. Es fehlen noch drei Knöpfe. Und wir kommen zur Strandbar. Ach, das ist auch ein cooles Level, wenn ich mich erinnere. Ich glaube, das Level war geil. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der Boss, der da wartet. Also jedes Level hat ja einen Boss, klar. Der war irgendwie cool gemacht. Der war wirklich cool. Von der Optik, von der Präsentation, von der Art. Ah, wir sind angekommen. Das ist nicht das Level, was ich dachte. Okay, der coole kommt noch später, aber das hier ist auch gar nicht schlecht, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, ob das gleich ging oder ob wir nochmal gehen mussten. Gut, da gibt's eine Tür. Ja, hallo? Luigi, solange dir dieses Schiff den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Weiterkommen. Tut mir leid, das Spiel ist zu Ende. Geh nach Hause. Ja, was hat dieses Schiff hier überhaupt zu suchen? Egal, du musst ohnehin dringend zum Labor zurückkommen. Es ist nämlich etwas Schlimmes passiert. Was genau, erzähle ich dir dann. Also, auf zum Labor, wir sehen uns dann gleich und beeil dich. Mach ich? Okay. Wir sollen zum Labor. Geh ich mal zum Labor. Wir kommen wieder. Keine Sorge, wir kommen wieder. Entschuldigung, da fährt ein Schiff. Im Spiegel gerade gesehen. Es ist doch einfach herrlich. Ich habe es nur gerade gesehen, als ich hier rein lief in den Fahrstuhl. Dass es da ein Schiff gab. Also deswegen. Das ist auch so cool gemacht. So, also Keller, Labor. Genau. Ab zum Labor. Dauert ein bisschen länger. Interessanterweise fährt der Fahrstuhl fast immer gleich. Das sind ja die Ladezeiten. Ne? Also mit dem Fahrstuhl kaschieren sie ja im Prinzip einen Ladebildschirm.
Und wenn er dann fertig geladen ist, sind wir halt da. Na, also er fährt jetzt nicht... Wo waren wir gerade? In Level 12. Er fährt nicht 12 mal so lange wie normal. Er fährt sozusagen so lange, wie eben die Ladezeit ist. Wie wir sehen. Gut, also, komm. Ich beeile mich. Etwas Schlimmes ist passiert und ich glaube, ich weiß sogar was. Mal gucken. Professor? Ah, Luigi. Ich habe dich schon erwartet. Es sieht so aus, als hätten wir einen der Tods erneut auf der Vermisstenliste. Also, das ist das Schlimme, das ich erwähnt habe. Es ist nämlich so, dass ich vorhatte, deinen Schreckweg-Flu weiter zu modifizieren. Ich wollte ihn massiv verstärken. Dazu benötige ich ein Material, das sich vermutlich im Hotel finden lässt. Somit schickte ich den Tod auf die Suche. Blöde Idee. Allerdings, nun ja, sieh dir das hier mal an, Luigi. Eine Aufnahme der Kamera, die ich dem Tod gegeben habe. Oh. Aha. Ja, so ist das passiert. Auf dem Film ist deutlich zu sehen, dass der Tod von einem Geist angegriffen wurde. Luigi, du hast dasselbe gesehen wie ich auch. Das sollte dir doch helfen, den Tod ausfindig zu machen. Das Wichtigste ist aber, dass du mir dieses Verstärkermaterial besorgst. Das ist absolut essentiell. Deine Freunde interessieren mich nicht, nur das Verstärkermaterial. Meine großartige Erfindung steht auf dem Spiel. Du bist dir über die ungeheure Bedeutung deiner Aufgabe doch wohl bewusst, oder? Na dann, leg los, Luigi. Natürlich sind wir das. Und ich habe den Ort erkannt. Im letzten Stream, wo ich dort im Wasserwerk unterwegs war, unten, ne? Also unter dem Keller, da war doch ein Raum, wo ich sagte, wir können da noch nicht rein. Ich kann mich noch dran erinnern, das wurde später wichtig. Da ist der Tod. Yo. Gut, na also ab in den Keller. Meine Lieblingskarte, wir besuchen sie mal wieder. Auch das wirkt gerade so ein bisschen wie ein Lückenfüller, weil sie schicken ein Backtracking-mäßig wirklich nochmal in eine Karte, die schon da war. Ohne Grund. Ja, also man hätte auch sagen können, pass mal auf, besorgt dieses Material selbst in einem Stockwerk, was sie dann hätten bauen können. Ne? Also sie hätten ja sozusagen zwei Stockwerke irgendwie mehr bauen können, aber anscheinend wollte irgendjemand, der sagte, Backtracking ist toll und ist super. Also wir sind zumindest wieder hier. Kinder, ich bin noch da. Ihr müsst keine Bilder von mir aufhängen. Das war fies. Echt fies. Schließlich war ich viel zu dicht dran und konnte nicht mehr ausweichen. So. Alles gut. Alles gut. Alles super. Ich würde schon sagen, gibt es nichts Neues mehr hier zum Einsammeln, aber doch. Weil wir hatten ja eigentlich das Stockwerk schon einmal abgegrast. Aber wir müssen halt nochmal rein. Ich hoffe nur nicht, dass wir durch das gesamte Stockwerk müssen. Na komm. Gut, auch den haben wir. Oh.
Aua. Das war unfair. Ey, keine Bomben bitte. Bombenwetter hier. Jetzt habe ich mir gedacht, die blöde Bombe da hinten. Na komm, zeig dich. Wo bist du? Nett. Ich hatte ihn schon betäubt und er wirft trotzdem noch. Also sowas. Oh, Menno. Oh, Moment. Ich muss mal kurz das Herz einsammeln. Fies. Okay, ein Hammer. Wo ist der zweite? Irgendwo war er. Hier? Bist du da? Dann komm schon raus. So. Abgeschlossen. Kriege ich denn jetzt hier den Dings weg? Mit roher Gewalt natürlich. Wie immer. Okay, also der Toad müsste hier sein. Schauen wir mal. Also dieses Loch kennen wir schon, aber das kennen wir glaube ich noch nicht. Wo landen wir da?